So, das gebe ich hierher und zum Schneiden gebe ich hierher, weil hier haben wir das Schneidbrett, ne? Und hier zum Kochen. Aber wie gesagt, so unwirklich sie ist, ist zwar schön und alles, nur ich brauche irgendwo eine echte Kochecke. Also zum Echtkochen, ne? So wie diese Ofenkartoffeln hier zum Beispiel. Ja. Naja, bringt nicht sehr viel. Was macht mein Gras, mein Weed? Was macht mein Weed da draußen? Ja. Wächst schon. Schön. 9 Stück. Boah, geil. Okay. Dazu sage ich nichts mehr. Außer, boah. Zack, 3 Brot. Ja, und jetzt da zum Beispiel, ne? Jetzt brauche ich den Ofen. Weil anders geht's ja nicht. Und da ist die Frage halt, wo stelle ich den hin? Das ist halt die Frage aller Fragen. Jetzt habe ich hier so eine super geile Küche. Nur diese super geile Küche hat zwar viele Stauräume, wo ich mir halt unter Anführungszeichen ja jede Menge. Da ist ein Creeper. Wo ich mir halt jede Menge Kisten erspare, ne, weil ich hier überall Stauraum habe. Zack, 3 Brot, fertig, ne? Nur, ja, ich habe halt, ja, keinen Ofen, keine Werkbank, nichts. Ich überlege gerade, ob es vielleicht nicht sinnvoller wäre. Oder ich habe hier die Dekoküche und hier hinten habe ich das Zweckgebundene. Oder aber. Kann ich auch machen. Dann mach mal. Das ist hier. Hier ist Holzabteilung. Ja. Was ist denn Werkbank und was ist das hier? Werkstation. Ah, da bleibt das drinnen, oder? Ja, da bleibt das drinnen. Sehr schön. Was ich mir jetzt überlegt habe, ist folgendes, dass ich hier eine Werkstation hinmache und hier in der Mitte Öfen das Glas hier rausruppe. Weil das braucht keiner. Hier zumache. Hier zumache und hier hinten so Kasteln aufhängen, wo ich dann die ganzen für anderen Werkzeuge und so weiter und so fort reingebe. Unter anderem auch die Kohle, ne? So, warte mal kurz, ich gebe ein bisschen Kühlchen noch hier rein. Wisst ihr, was ich meine, Freunde? Also, wenn nicht, dann kommt sie, ich zeig's euch. Ich bräuchte quasi hier so Regale. Beziehungsweise nicht nur Regale, sondern wie heißt denn das auf Deutsch jetzt? Drawer, 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 Drawer. Ich bräuchte so einen Doppeldrawer eigentlich. Hält 8 Stapel für Schubfach. Weil das sind nur 4 Stapeln pro Schubfach. Also 4 Stacks. Und das sind 8 Stacks. Ist natürlich das hier eigentlich gescheiter, ne? 16 pro Schub. Ja, aber das brauche ich nicht. Ich brauche das hier. 8 pro Schubfach. Und das sind nur 4 pro Schubfach. Rein theoretisch will ich die. Brauche ich 4 Kisten und in der Mitte Eichenholz. 4 Kisten und Eichenholz. So, warte mal kurz. Essen, essen, essen.
Dann kann ich hier erst. So. Dann habe ich hier. Oh, geil. Mal Z. Jetzt habe ich wieder nichts zum Essen. Wow. Toll. So, warte mal kurz. Eigentlich rein theoretisch könnte ich das Essen. Ja, rein theoretisch könnte ich das Essen jetzt einmal hier reinräumen, ne? Ich habe ja hier genug Möglichkeiten. Ich habe hier genug Stauraum. Also Stauraum hätte ich genug. So, warte mal kurz. Dann gebe ich das normale Essen. Gebe ich einmal dort rein. In Kühlschrank. Sagen wir in Kühlschrank. Ich gebe es einmal in Kühlschrank, ja? So. Einen Apfel gebe ich in Kühlschrank. Einen Kürbis. Ein Omelett. Hier Kartoffeln. Ofenkartoffeln. Karotten. Naja, Zuckerrohr eher nicht. Zuckerrohr und Weizen gebe ich dann hier rein. Hier Weizen, hier Zuckerrohr. So, dann habe ich hier die ganzen Samen. Die ganzen Samen. Samen, Samen, Samen. Könnte ich eigentlich hier da wohl reingeben. Dann habe ich die Kiste wenigstens weg einmal, ne? Dann die ganzen Avocados und alles. Genau. Kann ich hier reingeben. Zack, 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 zack. Dann habe ich noch die Biene, das Salz, den Kautschuk, Papier und Leder, was eigentlich da nicht reingehört. So, Papier und Leder kann ich einmal hier reingeben, genauso wie die Biene, genauso wie das Kautschuk und das Salz gebe ich auch einmal hier rein. So, was habe ich hier? Traincraft. Da hinten habe ich die ganzen Büsche. Da habe ich die ganzen Erze. Da habe ich die Bäumchen. Scheiße. Warte mal kurz. Ich muss kurz noch einmal improvisieren, die Kiste hier herstellen. Und die Holzkiste mal kurz weg. Dankeschön. So, dann machen wir mal die Holzkiste kurz nochmal hierher. Eiche. Eichenholz. Warte, nein, nein, das geht so rüber. Das kommt so. Die Stickies, dann Eichenholz. Das hier und das hier mit dem hier und dem hier und dem hier und das hier so. Meine Güte, ey, das dauert. Nein, so. So, dann haben wir mal vier Kisten. Das ist einmal schon was Gutes. 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich eine Drawer. Dann hätte ich eine Drawer. 1, 2, 3, 4. Eichenholzschubfach. Jetzt aber nur mal, wie schaut denn das von hinten aus? Achso, da hast du drei gleich. Alter Schwede. Gut, okay. Vier Stück kriegst du davon. Das, okay, das habe ich nicht gewusst. Dann ist es ja eigentlich ziemlich geil. So, wenn ich die jetzt aber hierher hau. Naja. 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 Brauche ich ja dann da oben hier keine Holzleiste machen. Jetzt ist halt nur die Frage, brauche ich wirklich 8 Mal, also 8 Stacks? Vor allem, weil du ja auch die kleinen hier, wenn du die kleinen hier hast, kannst du ja auch hier zum Beispiel Speicher-Upgrades, erhöht den Speicher um 3 Mal zum Beispiel, da brauchst du Holz zum Beispiel, oder Diamanten 8 Mal, oder Smaragd 13 Mal zum Beispiel,
Oder zeige volle Speicher, zeige Füllstand, zerstört überschüssige Items, fast unendlichen Speicher. Okay, Kreativspeicher-Upgrade, okay. Erhöht den Speicher zweimal, das ist Silber. Was ist das? Uneingeschränkte Itementnahme. Item Signal for Total Storage. Okay, na. Aber wie gesagt, bis zu 13 Mal. Das heißt, 13 mal 4. Da geht schon was weiter eigentlich. Schubfach. Schließt und öffnet Schubfächer. Upgrade-Schablone, zweimal Goldbahn und ein Goldnugget. Im Prinzip, die Eichenschubfächer sind zwar schön, aber die kleinen hätte ich fast lieber. Muss ich ganz ehrlich gestehen sagen. Die kleinen habe ich lieber. Scheiße. Naja, gut, okay. Ja, kann man nichts ändern. Kann man nichts ändern. So, warte mal kurz. Ich brauche mal 4 Kisten. So. Nein. 4 Kisten habe ich gesagt. Nicht Fackeln. So, 4 Kisten. Und dann brauche ich 1, 2, 3, 4, 5 und 4 Kisten. 1, 2, 3, 4. Zack. So. Das sind jetzt die kleinen. Ja, die schauen auf jeden Fall besser aus, weil es hier abschließt. Ja, auf jeden Fall schauen die besser aus hier. Ja. Das machen wir so, das lassen wir so. Trotz allem brauche ich noch eines. Da bleibt uns leider nichts erspart. Leider. Das heißt, ich brauche nochmal 4 Kisten. So, und leider Gottes nochmal 5 Stück von dem hier. Nochmal 4 Kisten. Aber wie gesagt, diese hier, diese Drawers, diese Schließfächer, die können wir ja eigentlich immer für irgendwas benutzen, für irgendwas anders. So, dann haben wir das einmal so. So, warte mal kurz. Wo haben wir denn das Salz? Das Salz haben wir zum Beispiel hier. Das kann ich jetzt zum Beispiel hier reingeben. So, Salz. Zum Beispiel. Warte mal, mir fällt jetzt einmal ein Blödsinn ein. Ich brauche eigentlich nicht einmal so viel. Ich brauche nicht so viel, oder? Dann kann ich das hier entfernen. Das hier entfernen. Den Tisch hier entfernen. Den stelle ich hierher. Oder? Im Prinzip brauche ich ja nicht so viel. Ne? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sachen, was ich hier reingeben könnte. Hier habe ich auch noch urviel. Im Prinzip, das ist ja hier nur die Abstellkammer im Prinzip. Ne? Also im Prinzip, im Prinzip. Prinzip, Prinzip, Prinzip. Ich sage immer Prinzip. So, rein theoretisch. Warte mal kurz. Mir fällt jetzt gerade ein Blödsinn ein. Ich weiß zwar nicht, ob das geht oder ob das schön ausschaut, aber warte mal kurz. Könnte ich ja das hier rausnehmen. Und das hier weg. So. Ich meine, generell schaut das schöner aus als wie das hier. Also das machen wir jetzt überall in jeder Ecke rein, theoretisch. Theoretisch. Machen wir das hier auch nochmal da. Danke. Ja, die Kleinigkeiten, ne? Die Kleinigkeiten, die Feinheiten, die Schönheiten, die kosten halt dann immer am meisten Zeit. Das hat schon jemand vor mir gesagt. Ne, obwohl hier bei den Stufen muss ich das so machen. Weil das schaut nicht schön aus sonst. Nein, falsch.
Das schaut euch sonst nicht so schön aus. Das stimmt, das stimmt. Entschuldigung, 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 das ändere ich nochmal schnell. So, da hast du recht. Aber sonst hier noch einmal raus. Und hier noch einmal raus. Zack. Perfekt. Weil... ich überlege gerade. Dann könnte ich ja hier zum Beispiel sagen... Könnte ich sagen... Warte mal kurz, wo ist denn... Da ist er. Wo haben wir denn Steine? Hier haben wir Steine. Nee, obwohl. Nee, ich weiß nicht. Nee, das lassen wir mal so. Ich mache da jetzt nichts. Ich lasse es mal kurz so, wie es ist. Die zwei gebe ich jetzt trotzdem hier rein, weil ich finde, dass das so besser ausschaut, wenn es nur drei sind. Die Werkbank gebe ich trotzdem kurz hierher. Genauso wie die andere Werkbank, was ich mir jetzt noch schnell craften werde. 1, 2, 3, 4. Zack, 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 zack. Dann haben wir so eine Werkbank, dann haben wir hier eine Werkstation. Zack. Und dann brauchen wir noch drei Öfen. Öfen. Öfen brauchen wir, also zwei Öfen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfekt. Zack und zack. Genau. Gut, gut, gut. Ob es gut ist oder nicht, ich weiß es nicht. Achso, die Kohle wollte ich ja da reingeben. Stimmt ja, stimmt ja. Da wollte ich ja die Kohle reingeben. Kühlchen. Nein. So, 30. Das heißt 10 überall. So. Okay. Und hier auch nochmal 10. Zack. Und die restliche Kohle hier rein. 2x64 plus 34. Na guckste. Wow. Hier haben wir Salz. Hier haben wir Kohle. Perfekt. Gut, 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 gut. Und dann haben wir hier die Öfen. Jetzt muss man kurz gucken. Kessel. Haben wir hier. Nein, Topf. Topf, Topf, Topf. Hier, Topf. Zweimal Eisen und einmal ein Stock. Viermal Eisen. Viermal Eisen. Entschuldigung. Eisen habe ich eingesteckt. Ein Stöckchen nicht. Zack. Ist das ein Topf? Nein, eine Bratpfanne. Gut. Einmal das hier und 1, 2, 3, 4. Einmal einen Topf. Wie schaut der aus? So schaut er aus. Und hier kann man... Ja, genau. Den lasse ich hier oben stehen. Genau, hier kann man nämlich Suppen oder irgendwas wahrscheinlich kochen. Jupp. Und das schaut gut aus, genau auf dem Ofen. Jupp. Genau, genau, genau. So. Dann brauche ich noch so ein Regal. Aber aus so einem dunklen. Aus dem hier. Warte mal kurz. Regal. Regal. Nein, Fichtenholz. Obwohl, Fichtenholz schaut auch gut aus. Aber Tropen, Tropen. Machen wir Tropenholz. Das Tropenholz hier. Einmal hier Stufen. Gut, die muss ich auch erst machen. Zack, 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 zack. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 2. Dann haben wir zwei von den Regalen. Wo stelle ich denn die hin? So und so. Das schaut auch ein bisschen blöd aus, oder? Oder stelle ich die hier?
Sind das die hier? Ja, das könnte ich auch machen. Gut, die Fackel muss hier weg. Könnte ich jetzt zum Beispiel so machen. Dann kann ich die hier weg. Oder? Nee, die nicht. Oder hier rum. Na, hier oben passt das schon. Ja, das passt schon so. So, da kann ich zum Beispiel dann die Bratpfanne hier reinstellen. Nö. Zack. Genau, weil hier haben wir die moderne Küche, beziehungsweise die eingerichtete Küche. Und hier haben wir halt dann, ja, das Abstellkammerl und, ja. Oder machen wir das Abstellkammerl hier? Das können wir auch machen hier drüben. Weil hier ist mir zu viel Fläche. Was mache ich hier zum Beispiel, ne? Was kann ich hier machen? Ich meine, wir können das hier ja offen lassen einmal. Lass mal das einmal so, wie es ist momentan. Was könnte ich denn noch eigentlich für die Küche machen? Pams, Pam. So. Was könnte ich denn noch machen? Ich habe ein Schneidebrett. Raketenwerfer. Alter Schwede, ich scheiß mich an. Eine Presse. Okay. Ja. Ein Markt. Ein Markt? Wett. Lol. Ah, hier zum Beispiel, ja genau, Schneidbrett. Einen Topf haben wir gemacht. Eine Bratpfanne haben wir, eine Soßpfanne. Einen Kupferbarren bräuchten wir dafür. Eine Backform bräuchten wir Ziegeln. Wobei Ziegeln, das wäre eigentlich kein Problem. Wie viele brauchen wir dann? 9, 8 Stück. Ziegeln, also Ziegeln ist das kleinste Problem, ganz ehrlich. Dann Mörser und Stößel, da bräuchten wir einen Stein und einen Stock. Einen Stein und einen Stock. Mörser und Stößel, 3 Steine und einen Stock. Okay, das ist auch, sollte auch kein Problem sein. Rein theoretisch. Dass wir mal die ganzen Küchenutensilien machen, ne? Okay, mit dem Stein anscheinend nicht. Oder wie? Schwarzer Granit, Stein, glatter weißer Stein, Speckstein, Marmor, Colored Stein. Okay, geht anscheinend mit dem nicht. Schluff, Granit, Granit, geht Granit. Eklogit geht, Eklogit, weißt was? Ich nehme einfach den mit, ich nehme einfach den mit und ich nehme einfach den mit. Und wenn es geht, geht's. Und wenn nicht, dann nicht. Dann sehen wir es eh. So. Nein. Gut. Ah, siehste, mit dem ist gegangen. So, so und so. Den können wir hier herstellen, zum Beispiel. Dann haben wir noch eine Rührschüssel, Holz und einen Stock. Gut, das ist auch kein Problem. Warte mal, können wir mal so und so. Dann haben wir eine Rührschüssel. Die gebe ich hierher. So, dann haben wir hier eine Saftpresse, eine Druckplatte und einen Stein. Gut, das sollte auch kein Problem eigentlich darstellen. Eine Druckplatte und ein Stein. Ein Schluff wieder. Wahrscheinlich. Ich hoffe. So und so. Oder so. Nein, wie war das? Druckplatte und Druckplatte. Muss die aus Holz, muss die aus Stein sein oder kann die aus Holz sein, eine Druckplatte? Ach, die muss aus Stein sein. Scheiße. Gut. Doch ein kleines Problem. Aber gleich nicht mehr. Ach Gottchen, ey. Ich bin so ein Kasperl heute. Zack. Bruchstein. 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 Nein. Hä? Ach so, Cobblestone brauche ich vielleicht dafür, oder?
Wie war das? Zack, 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 zack. Eine Backform. Die kommt hier rein. Einmal das hier. So, jetzt warten wir noch kurz auf das hier. So, eine rauche ich noch. Und dann sollte ich eigentlich schon aufhören, weil ich fahren muss. Ja, ich muss kurz weg, darum. So, warte, eine Druckplatte. Zack und zack. Und dann haben wir die Saftpresse. Die geben wir hierher. Gut, was fehlt uns noch? Wir haben eine Saftpresse, wir haben eine Rührschüssel, wir haben einen Mörser, wir haben eine Backform. Das fehlt uns noch, denn wir haben Kupferbarren. Kupfer, 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 Kupfer. Haben wir hier irgendwo Kupfer? Ja. Kupfer. Brauche ich eigentlich eh nur eines. So, zack. Geht das? Ja, geht. Dann können wir eine Soßenpfanne auch machen mit Kupferbarren und mit einem Stahl, ja. Scheiße, mit Eisenbahn wäre es auch gegangen. Ah, wurscht. Nein, nicht wurscht. Ah, okay. So, Kupfer und das hier. So, nein, so. Was? Nee. So. Was? Geh, weißt was? Leck mich am Arsch. So. Und so. Was? Ja, was habe ich denn gemacht? Hab das doch eh so gemacht, oder? Ja, keine Ahnung. So, Soßenpfanne. Die Soßenpfanne hauen wir da rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Das Schneidbrett haben wir drüben. Den Topf, den haben wir gemacht. Der liegt hier. Bratpfanne haben wir, Soßenpfanne haben wir, Backform haben wir, Mörser und Stößel haben wir, Rührschüssel haben wir, Saftpresse haben wir. Jo, dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, ne? Rein theoretisch sollten wir alles haben, jetzt was wir brauchen an Zutaten. Französischer Toast. Toast, Bratpfanne. Zucker, warte mal kurz. Zucker könnte ich hier reingeben. Stimmt. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Nein. Hier? Nein, hier. Genau. Warte mal kurz. Zucker, stimmt. Zucker. Nein. Machen wir 6 Stück Zucker, 2 machen wir, die gehen wir da rein. Genau, Zucker und Salz. Das schaut schon geil aus hier. Das schaut auch schon gut aus hier, ja. Und das Zuckerrohr, das werden wir dann anpflanzen. Jetzt gehen wir noch schnell schlafen. So, dann pflanzen wir das dort hinten noch an. Also hier so, ne? Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das deswegen wächst, weil wir da jetzt Wasser haben oder generell. Das kann ich euch leider nicht verraten. Oh, wir haben eine Karotte bekommen. Geil. Die Karotte gehen wir hier in den Kühlschrank rein. Wächst am besten in Plains und Forest. Jo. Weizen, 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 Weizen. Ich überlege nur gerade, wo wir das Weizen oder das Brot zum Beispiel hingeben könnten. Wenn wir jetzt sagen, na gut, das könnte man zum Beispiel hier in so Storage Drawers machen, in so Schubfächern. Also die ganzen Essenssachen hier rein irgendwie. Also nicht hier, sondern dort rein irgendwie. Und hier die Schubladen ganz außer Acht lassen, eventuell. Weil ich meine, ja, sind zwar leibern und sind zwar geil, aber da haben wir zum Beispiel noch 2 Weizen drinnen. Eieiei. Oder weißt du was? Ich nehme das Weizen hier komplett raus und pack das derweil hier rein. Nehme
nehme zum Beispiel die zwei Brote hier weg und packe die dann hier rein. Nehme die zwei raus. Und mache das zum Beispiel dann so. Dann hätten wir hier aus Weizen wird Brot, aus Brot wird dann Toast. Und aus Toast wird dann ein Toast-Sandwich zum Beispiel. Rein theoretisch müsste ich hier die Grundnahrungsstoffe reingeben und hier dann irgendwie alles, was man essen kann, wenn man, wenn es halt fertig ist oder wenn man es fertig hat, ne? Aber ich finde die Küche schon geil hier. Gefällt mir schon. Überhaupt hier so, zuck. Fertig. Geil. Rein theoretisch müsste ich ja hier irgendwie für Beleuchtung sorgen. Da will ich noch kurz schauen. Gibt es da nicht irgendwie so LED-Lampen oder sowas? Neonlamp. Hoppala. Wollte ich eigentlich nicht basteln. Neonlamp. Ja, okay, das geht wieder nicht, weil's ein Carpenters Block ist. Scheiße. Aber hier könnte ich es zum Beispiel drauf geben. Oder hier? Nein, hier geht's auch nicht, weil es ein Carpenter Block ist. Oh. Aber hier so zwei Stück. Nee, das ist mir zu alt, also neumodisch. Keine Ahnung. Nee, ich gebe die wieder zurück. Tschüss, baba. 115, 17, ein Rot noch. Ui, ihr seid kritisch, Freunde. Wir müssen auf Rot-Tour gehen. Gut, aber dann würde ich sagen, meine Freunde, das war's mal von dieser Aufnahmesession. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wir haben hier eine wunderschöne eingerichtete Küche. Hier unser schöner Küchenblock. Hier unsere ja, selbstgebastelte Küchenzeile. Und ja, dann würde ich sagen, es wird schön langsam. Es geht schön langsam voran. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, bye bye.